zu wichtig, die Partie, um krank zu sein und sich da niederzulegen. Vielleicht peppelt ja sein Team auf den Rasen ihn etwas auf und verleiht ihm neue Kräfte. Also, gute Besserung. Freistoß Cantalupi, auch sein Einsatz war lange fraglich. Die Partie mit mäßigem Tempo. Pinola, und das war der erste Aufreger im harmlosen Geschehen bislang. Pollack ahnt Pinola im Rücken, antizipiert, und für Pinola wäre es das zweite Saisontor gewesen. Ein frischer Dropkick des Argentiniers. Dann Meyers bekannte Zungenspiele. Weiter die Franken, Einwurf Reinhardt. Flanke Reinhardt. Wittek mit der Brust, Wittek mit dem rechten Fuß, Wittek mit seinem 12. Saisontor. Ein Paukenschlag aus dem Nichts nach 13 Minuten. Dieser Wittek ist ein Teufelskerl. 47.000 aus dem Frankenhäuschen. Nochmals diese Szene, der Franzose. Beda hüpft unter der Kugel durch, schlechtes Stellungsspiel. Und darauf lauert der Slowake. Und aufgepasst, rechts blockt gleich Pinola Hertsch ab und sperrt Wittek frei. Alle Tore von Wittek unter Hans Meyer erzielt. Keines unter Wolfgang Wolf. Nicht alle passen halt immer zusammen. Und da sieht man auch draußen auf den Rängen. Robert, zeig's ihm, gemeint ist Wolfgang Wolf. Ja, so ist es halt. Ein Knicks des Torjägers vor dem Adel, für Adel Schädli, seinen Freund. Und schauen Sie auf den Hans Meyer. Keine Regung, vielleicht ein bisschen verschmitzt dann noch das Gesicht als sonst. Aber das war sie schon, die Szene zum 1:0. Unglaublich. Kaiserslautern stabilisierte sich so allmählich, aber ganz dezent. Wittek ausgerutscht, dann Altintop gegen Cantalupi, die 20. Minute, ein klasse Tor, ein wunderschönes Tor, ein Fußballschmankerl im Frankenland von Altintop, der Ausgleich, die erste Chance, die Fans und die Hoffnung und gleich die Zeitlupen. Wittek mit dem Schlag nach vorne, Hertsch mit dem Kopfball auf Altintop, und der lässt den Routinier, den Schweizer Nationalspieler, uralt aussehen. Blitzschnell seine Drehung rum um den Abwehrchef, einfach nur gut. Und dann draußen der kollektive Jubel rund um die Krippenviren von Wolf herum. Und solche Tore kann man nicht oft genug angucken. Halil Altintop, sein 17. Saisontor, er stand immer in der Startelf, der Wittek aus der Pfalz und der Hans Meyer. Jetzt wesentlich aktiver als beim 1:0, und dann brodelt es in ihm und es köchelt und es brutzelt und dann raus damit. Nach dem Ausgleich von Nürnberg nicht mehr allzu viel zu sehen. Das Tor baute die Gäste richtig auf. Cantalupi wieder schwach, wieder Altintop. Schäfer lässt abprallen und Reinhardt gegen Pinola. Also, das war jetzt ein ganz anderes Match. Nürnberg beeindruckt vom Ausgleich und Altintop drehte auf. Wolfgang Wolf, da wird man allmählich gesünder. Nürnberg will heute den Big Point landen, wird aber eine ganz schwere Nummer. Cantalupi, Pollack, mal etwas mehr Platz, auch für Pinola. Und Kießling mit dem Kopf. Intensive Partie jetzt im Mittelfeld, Mann gegen Mann, entscheidende Phase in der ersten Halbzeit nach so 30 Minuten. Wolf kommt, Außenriss auf Kießling, Fromlowitz und Schönheim schneller als Wittek.
Wir schauen nochmals auf den 5 Millionen Wechsel Kießling. Zuletzt war er 5-mal ersetzt, weil Schroth spielte. Meier wechselte jetzt aus taktischen Gründen, nahm Nickel raus und stellte Paulus gegen den starken Altintop. Da haben wir ihn. Skela. Bellinghausen. Und Lembi. Ein Saisontor ziert seine Bilanz bislang. In den letzten 4 siegreichen Heimspielen haben die Glubberer nur ein Gegentor kassiert. Ja, die Stabilität der Abwehr, zumeist immer Grundstein des Aufschwungs. Aber heute taten sie sich da hinten schwer. Altintop kommt wieder. Und Lembi, die Defensive unter Druck. Viele Fehler beim Club. Nervös, angespannt wirkten sie jetzt, die Franken. Welch ein Fehler von Pinola. Und die Gäste wirkten jetzt richtig spielstark. Hatten Freude an ihrem Kombinationsfluss mit Lembi, Altintop, Halfa, der Jungspund und Schäfer reckt und streckt sich und ist überhaupt nicht zufrieden mit seinen Vorderleuten. Sören Halfa, auch von ihm eine schöne Drehung rum. Also, 1:1 steht es zwischen Nürnberg und Kaiserslautern zur Pause in einer Partie, die sich langsam erst entwickelte. Wolfgang Wolf, bei einem Sieg schaut alles wieder rosiger aus. Wenn Sie gewinnen wollen, müssen Sie einfach nur mitmachen. Links draußen Paulus, Sajenko. Tja, Nürnberg nur mit einem Heimsieg gegen Kaiserslautern aus den letzten 6 Heimspielen. Diese Lauterer sind schon ein kleiner Angstgegner für die Franken. Cantaluppi bislang noch nicht seine Partie heute für den Schweizer. Schäfer und der tolle Altintop. Dann Hertsch. Auf Altintop und... wieder so eine klasse Bude, 48. Minute, aus der Pause raus und Hellbach, Halil Altintop. Vielleicht werden sie ihm ein Denkmal nach Schalke schleppen, wenn sie den Klassenerhalt noch schaffen. Und Cantaluppi wieder düpiert. Aufgepasst. Hertsch gegen Pinola, der Ball nicht im Aus hier. Und dann die tolle Übersicht von Hertsch auf Altintop, zum zweiten Mal als Wegbereiter Hertsch. Und gleich zu sehen, die Brust von Altintop nimmt Cantaluppi aus dem Spiel raus. Das 18. Saisontor vom Türken. Cantaluppi und Polak versuchte jetzt mal mehr Akzente zu setzen als in der ersten Halbzeit. Polak, noch nicht so doll, der Tscheche. 4 der letzten 6 Spiele haben die Hausherren gewonnen in der Rückrunde. Bislang Platz 6, da ist jetzt Substanz in der Mannschaft. Das ist ausbaufähig, aber hier zittern sie sich richtig durch bislang. Kießling, Wittek gegen Schönheim. Dann kommt Engelhardt, Wittek gegen Engelhardt. Das wird jetzt ein Kraftakt für beide Seiten. Dann ging Sajenko runter, nicht sein Spiel heute, das kann passieren, und Markus Schroth nahm seinen Platz ein. Unter Hans Meier macht Sajenko trotzdem eine prima Rückrunde bislang. Sein Ersatzmann. Ergebnis und Tabellenspannung jetzt im Frankenland. Altintop überragend bislang. Skela, der Spielmacher, und immer wieder mit in der Partie Lembi. Wieder Skela, immer im Mittelpunkt seines Teams. Kein Foul an Halfa, sagt Schiri Meier. Und dann das Foul von Hertsch
an Kießling und Riesenaufregung im weiten Rund. Wütende Proteste, ist ja klar. Emotional alle geladen im Tabellenkeller. Hören Sie das Pfeifkonzert, Schäfer und Pinola bei Assi Kadach. Natürlich die Proteste. Und wir schauen gleich nochmals hin und sehen, dass das Foul von Hertzsch halb so wild war. Auch ein bisschen zu viel Theatralik bei Kießling. Meier erkundigt sich und der andere Meier, Y, hadert mehr mit seinem Team. Bei einem Sieg wären die Hausherren 10 Punkte vor Kaiserslautern und damit so gut wie gerettet. Aber danach sah es jetzt wahrlich nicht aus. Mühsames Geschehen bei den Hausherren. Pinola. Und dann das Foul von Hertzsch an Markus Schroth. Tja, Hertzsch. Zweimal als Wegbereiter und auch als böser Bube heute in Aktion. Cantalupi, Pinola. Pinola, Bellinghausen. Und das ist Thomas Paulus. Es ist unglaublich. Der Thomas Paulus schießt ein Tor für Nürnberg. Das ist ihm weder in der ersten Liga, noch in der zweiten Liga, noch im DFB-Pokal gelungen. 2:2 der Ausgleich gegen den frustrierten Fromlowitz. Thomas Paulus, das schauen wir uns nochmals an. Der Freistoß. Pinola guckt rein. Bellinghausen, doch nicht in die Mitte köpfen, Herr Bellinghausen. Und dann Paulus technisch sauber. Fromlowitz, nein, kein Fehler vom 19 Jahre alten Schlussmann. Thomas Paulus, seine erste Bude, vielleicht ein Riesenschritt Richtung Klassenerhalt. Jetzt wieder 7 Punkte vor Kaiserslautern. Ist doch ein nettes Pölsterchen, Herr Meier. Der Club jetzt wieder mit einer anderen Körpersprache, wie sich das dreht und wendet, je nachdem, wer gerade oben auf ist. Spitzensport spielt sich halt im Kopf ab. Und da haben wir Wittek und da ist Fromlowitz. Reinhardt. Aber die Gäste wissen, ein Punkt ist vielleicht zu wenig. Da kommt Altintop, holt sich kämpferisch hinten die Bälle. Und geht die Linie entlang, Altintop gegen Cantalupi. Tritt an und Schäfer. Ein richtig schnelles Spiel jetzt, beide mit Tempo. Schäfer, eine richtig tolle zweite Halbzeit. Altintop. Und Schäfer macht die Partie schnell. Er erkennt die Situation, denn da saust nämlich Wittek gegen Bellinghausen. Also jetzt eine packende Partie. Danke an Schäfer. Abstoß Fromlowitz. Wolf, so ein Bock, da ist Halfa, 70. Minute. Meine Herren, kein Tor, da wirst du verrückt als Trainer und die Grippeviren sausen noch schneller im Körper. Der Fehler, der schwere Bock von Wolf, hier das Luftloch und Sören Halfa, gutes Spiel vom 18-Jährigen, das ist halt Pech. 2 Tore hat Halfa bislang geschossen für seine Lauterer. Wolfgang Wolf, das kostet Kraft, Entsetzen. Kießling, Ballverlust. Mikic, eingewechselt. Sprint durchs ganze Mittelfeld immer noch. Mikic, der Kroate, ein Tor hat er noch nicht gemacht für Lautern. Und auch jetzt noch nicht, 75. Minute. Powerplay, Eckball, Engelhardt. Die letzten 3 Auswärtsspiele hat Lautern verloren. Lembi nur noch vorne zu finden. Gutes Spiel auch von ihm, Lembi. Vorne der Abwehrmann, Bedard, der Franzose, sieht Schönheim, toll und Schäfer. Es bleibt beim 2:2, aber Lautern dicht dran an einer Überraschung in Nürnberg. Der Präsident fiebert.
Lautern machte hinten immer weiter auf. Ein Punkt ist hier einfach nicht die halbe Miete wahrscheinlich. Wolf. Schroth gut gegen Hertzsch, zieht an. Schroth vorbei am langen Eck. Und einer macht er jetzt richtig Dampf im Mittelfeld der Gäste, der nämlich Michael Mikic, die 14. Sieht Reinhardt, der sieht wieder Mikic und Schäfer steht da und verhindert das 3:2 für Lautern. Aber die Gäste nach 85 Minuten ganz haarscharf am Führungstreffer. Gute Leistung. Dann Schäfer. Schroth verlängert. Wittek. Und ja, genau, er macht es, der Wittek, in der 87. Minute. Das ist ein Ding. Sein 13. Saisontor als K.O.-Schlag für die tapferen Pfälzer. Au, ist das bitter. Und so schön für Nürnberg. Ausverkauftes Tollhaus. Easy Credit Stadion im Frankenland. Wir gucken nochmals hin. Schäfer. Dann hier das Kopfballduell. Schroth gegen Schönheim. Kein Abseits von Wittek. Und dann die Coolness des Meisterschützen des Jahres 2006. Hier die Entscheidung. Schroth der Tick gegen Schönheim. Wittek an 16 der letzten 18 Tore beteiligt. Alle Achtung. Und auf der anderen Seite, 100 Meter entfernt, Torwart Schäfer, weg ist sie, die ganze Last einer Saison. 10 Punkte vor Kaiserslautern. Nochmals, Eckball, Reinhardt. Kießling. Der Schlusspfiff und das war's. Der Sieg, der Klassenerhalt, wenn's nicht mit dem Teufel zugeht. Da liegt er, der arme Teufel. Alles gegeben, alles verspielt, Fragezeichen. Die Unterstützung war perfekt von den Fans. Robert Wittek, der 1000er des Jahres 2006,